Ey, Knöffel, Bruder, komm mal runter in den Keller. Ich hab sturmfrei, Bruder. Und da ist so ein Typ, der zeigt sein Ass, Mann. Und Bruder, boah, wir haben übelst geile Pfannkuchen. Okay. Das war der Test, Nathan. Servus, Leute, was geht ab? Und willkommen bei einem neuen Video. Ja, Freunde, ich bin heute hier mit dem Mentor. Was geht ab, Digi? Was geht ab? So, Freunde, wir holen jetzt den Babo ab und das hier darf nicht fehlen. Nein, es ist keine Werbung, Leute. Erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war. Verleiht uns die Macht, Dragon Ball! Hey, Chala! Der König der Piraten! Was geht ab, Fred? So, Freunde, ich bin jetzt zu Hause wieder bei meinen Eltern. Ich wollte denen mal eine kleine Überraschung machen. Für meine Mutter einen Strauß Blumen, Freunde. Für meine Schwester ebenfalls einen Strauß Blumen. Da habe ich noch für meine Schwester so ein Prosecco geholt. Auf jeden Fall, Freunde, ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke für alles. Es ist meine Familie und ich habe nie so wirklich Danke gesagt. Und darüber rede ich gleich nochmal mit euch, Freunde. Ich gehe jetzt erstmal rein, gebe das meiner Mutter und meiner Schwester. Meine anderen Brüdern und Geschwistern, die sind halt nie hier, die sind schon älter, die sind verheiratet, wohnen woanders, deswegen kann ich denen leider nichts geben jetzt. Aber ich werde jetzt so machen, dass wir mal wirklich alle zusammen mal was essen gehen, Freunde. Denn wenn ich so überlege, ich war nie wirklich mit meiner ganzen Familie komplett in irgendein Restaurant. Wir waren nie alle zusammen essen. Außer jetzt mal, wenn alle mal hier bei uns zu Hause waren, aber so zusammen Restaurant. Ich habe so überlegt, wir waren nie alle zusammen mal essen, weil halt jeder so weit weg wohnt, auseinander, Kinder. Und ich habe mir jetzt überlegt, das zu organisieren, damit denen allen was Schönes essen zu gehen. Und ja, ich gebe jetzt erstmal das ab und wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Jo, Leute, was geht ab? Alter, das sieht so schön aus, Freunde. Guck mal, Leute, so eine schöne Aussicht in diesem beiden am Handy. Vater ruft an. Ich will nicht ran. Der Vater ruft an, er geht nicht ran. Und du, pack mal dein Handy weg da hinten, Junge. Du dummer Assoziant. Assoziant. Jo, Leute, ich fasse mich ganz kurz, was ich euch sagen wollte. Und sagt Leuten, die euch wirklich wichtig sind, vor allem der Familie, Freunde, wie sehr ihr die liebt. Manchmal zeigen wir es einfach nicht. Wann ist es das letzte Mal her gewesen, dass ich meiner Mutter so wirklich gesagt habe, dass ich die liebe oder meiner Schwester oder all meinen anderen Geschwistern? Habe ich eigentlich fast noch nie gemacht, Leute. Und macht es, bevor es zu spät ist. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Leute, die ihr wirklich liebt, sagt es denen. Schämt euch nicht dafür, Freunde. Sagt es denen offen und ehrlich, weil man weiß nie, Freunde, wann der Tag enden könnte. Man weiß nicht, was morgen passiert, Leute. Und deswegen, Freunde, nehmt euch das wirklich zu Herzen. Und ja, Leute, Babo wollte euch auch noch etwas sagen. Ja, kurz Schluss. Aber na gut, komm angerannt. Oh mein Gott, bitte. Leute, vergesst niemals immer der Person zu sagen, was ihr empfindet. Denn es kann sein, dass irgendwann es zu spät ist und dann wird ihr das hier bereuen, Leute. Seid für die wichtigsten Menschen auf jeden Fall da. Schätzt sie, beschützt sie und liebt sie. Ich bin schlau. Bruder, brauchst du Hilfe? Alles gut, Bruder. Bruder, mit deinem Schlag ist irgendwas nicht okay. Gebrochen, dann hat er später ein Musikvideo gebrochen. Servus, Leute, was geht ab? Ich bin jetzt hier bei den Seko. Seko, was geht ab? Was geht, alles klar, Mann? Muss man bei dir? Oh, Heraj in the building! Ja, Leute, Seko wollte euch da auch noch etwas dazu sagen. Ganz ehrlich, ich kenne das selber so, wenn man so, keine Ahnung, zum Beispiel seinen Bruder zum Beispiel so, wenn man seinen Bruder zum Beispiel nicht mal sagen kann, dass man seinen Bruder nicht mal sagen kann, ey, dass man diesen Bruder wirklich liebt, Digga. Mit deinem kleinen Bruder, man schlägt sich doch die ganze Zeit, so, weißt du, was ich meine? Einfach so ein Ich liebe dich, so, weißt du? Ja, das ist halt das Ding, so, also, das vernachlässigen die meisten so. Ja, es gibt auch viele Menschen auch, was ich sehr schade finde, die irgendwie Geld vor ihre Familie legen, so. Das finde ich auch eigentlich relativ traurig. Aber was Fazit der ganzen Sache, ey, schätzt eure Nächsten, schätzt die Zeit, die ihr mit denen habt, denn die ist nicht unendlich. Und seid euch nicht zu schade, einfach mal zu sagen, so, hey, ich liebe dich so. Ja, ja. Digga, das ist... Ach,
sag auch einfach mal Leuten, wenn sie gut aussehen, einfach so, du siehst gut aus, du rettest ihn damit den ganzen Tag. Ja, ehrlich, man weiß eigentlich gar nicht, wie, wenn jemand anders... Wie glücklich man jemanden machen kann. Voll. So eine kleine Geste. Ehrlich, Alter, das ist krass, das ist krass und das folgt sich auf den ganzen Tag, der ist dann die ganze Zeit glücklich so, wisst ihr, was ich meine? Wegen einer einzigen Sache, das wegen einem Wort. Deswegen, Leute, seid immer korrekt zueinander, seid stabil zueinander, immer Respekt zeigen, sehr wichtig und... Ja, Freunde, ja. Macht's gut, haut rein, jetzt in 2 Tagen, Leute, kommt noch ein Video mit Zecko, seid gespannt, wir sehen uns, haut rein, macht's Ciao. Gut, ciao. Hier das beste Beispiel, ne, hier, Michel kommt jetzt wirklich nagelneu hier nach Hause, es geht erstmal, alles gut, Bruder, so, komm rein, Bruder, komm rein. Was wollt ihr von? Komm rein, komm einfach rein, Bruder. Komm einfach rein. Nathan hat dir was zu sagen, Digga. Michel, ich wollte dir was sagen. Was? Ich liebe dich. Okay. Das war der Test, Nathan. Alles gut, das war der Beweis. Digga, ich. Soll ich dir mal irgendwann so dieses alte Video zeigen, Digga, wo ich mal Hannover aufgenommen hatte vor 5, 6 Jahren? Noch? Ja, Mann. Nein. Ja, Mann, sollen wir da auch reacten, Digga? Bruder, hör auf, aber Leute, ich hab eben. Alle müssen dabei sein. Leute, ich hab noch ein Video von uns, wo ich bin. Das ist ein Image-Schaden, Bruder. Das ist ein Image-Schaden. Hör auf damit. Das ist 6, 7 Jahre alt. Digga, die werden uns hassen, Digga. Ey, das ist zu geil, Digga. Oh, shit. Unser Bild auf der Toilette, weißt du noch? Boah, ja, auch, Bruder. Ey. Ey, mein Arm war so dünn. So dünn. Back, I'm trying to put you to bed. You're the best.